Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mafia 3. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns das Sexgeschäft unter den Nagel gerissen, ja. Jetzt sind wir ganz, immer ein bisschen Rotlicht mit dabei. Alter, der hat mir die Lampen kaputt gemacht. Ich werd bekloppt. Oh. Und wie gesagt, nicht wundern. Ich muss ja hier ein bisschen mit dem Ton rumspielen, da mir ja OBS den Ton ein bisschen versaut hat. Also ich hoffe, ich muss, wie gesagt, wenn der Ton jetzt mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser ist, ich gucke, dass ich das im Nachhinein noch ein bisschen bearbeite, aber ja, wir müssen jetzt mal gucken hier. Was ist das? Rede mit Big Jim McCormick. Big Jims Ärger mit der örtlichen Drogenszene macht ihn für eine Zusammenarbeit empfänglich. Drogen. Ja, das machen wir mal. Deshalb, ich muss testen jetzt immer wieder und so. Ups. Na toll, mein Auto ist schon ein bisschen kaputt. Weil mir irgend so ein Schlumi hinten drauf gefahren ist hier, ey. Guten Tag. Ach. Guten Tag, Minium. Sind Sie Big Jim? Detective Jim McCormick. Gut, Detective. Ich höre, Sie haben ein Problem mit Marcanos Drogendeals im French Ward. Mann, die ganze Stadt hat dieses Problem. Sein Untergebener Doc Gaston hat sich eingegraben wie eine beschissene Kakerlake und pumpt die ganze Stadt voll Gift. Und Doc Gaston finde ich wo? Wenn ich das wüsste, hätte ich ihn schon eingebuchtet. Der größte, gottverdammte Drogendealer in dieser Stadt und keiner weiß auch nur das Geringste. Der Name Sal Marcano löst Gedächtnisverlust aus. Zum Teufel mit Sal Marcano! Der beste Hinweis, den ich habe, ist, dass einer von Gastons Lieferanten in die Stadt kommt und sich mit einem von Gastons Männern treffen wird. Ich komme nicht näher ran, aber Ihr Freund sagte, Sie könnten gut Informationen aus Leuten rauskitzeln. Mal sehen, was ich tun kann. Haben Sie keine Scheu, unter Doc Gastons Jungs ein bisschen aufzuräumen? Ist vielleicht der einzige Weg, Sie zum Reden zu bringen. Ach, dafür kriege ich einen Darfschen, ja? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Korrupte Bullen hier, ey. Und zum Schluss würden sie mich hops nehmen, wetten? So, na, wo fahren wir denn? Da fahren wir doch gleich mal hier hin. Werden mal freundlich ein paar Leuten auf die Schulter klopfen und sagen, hey, was geht ab? Ich bin der Neue hier. Sag mir, was du weißt, oder du kannst deine Zähne erstmal nicht mehr benutzen, ne? In etwa so. Versucht man den Leuten hier auszuweichen und ballert irgendwo anders gegen, ey. Na los. Paare. Ich? Was denkt sich? Ich will dich bloß was fragen. Ja, ist doch okay. Hast du was an den Ohren? Hau ab! Ja, ist okay. Nimm die andere Seite! Du erzählst mir jetzt was über Doc Gastons Geschäfte. Wir bekommen eine verdammte Tonne Hasch per Boot. Ich verrate euch wo. Oh, kann ich das anzünden? Ja, werb an. Vielleicht brauche ich dich noch. Achtung, lauf nicht zu weit weg. Hier kam eine Meldung rein über einen bewaffneten farbigen männlich im French Ward. Bitte überprüfen. Alter. Ich war's nicht. Tü-tü-tü. Also ich bin nicht bewaffnet und nur ein bisschen schwarz. Zählt das? Als Ausrede, meine ich? Ja, also fahren wir jetzt mal. Ja, genau, dankeschön. Also, wir fahren mal einen kleinen Umweg, damit wir hier mal von den Bullen wegkommen. Ah, siehst du, wisst ihr, was ich mal. Ups.
Ach komm, wir fahren geradeaus durch. Ich wollte mir ja mal gucken, ob wir noch eine... Na, wir fahren doch mal links lang. Ob wir uns mal eine geile... Alter, ihr lenkt mich ab. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. Wisst ihr was, ich fahre jetzt erstmal auf die Straße, hol mir ein neues Auto. Und dann wollte ich gucken, ob wir einen geilen Revolver irgendwo haben, den wir uns vielleicht nochmal holen können. So, aussteigen. Alter, der Auspuff wackelt ein bisschen. Ich glaube, ich brauche wirklich ein neues Auto. So. Erstmal, komm du mal. Bin gleich da. Kommst du rumge... Alter, hier bin ich. Seit wann kommt denn die Kirche zum Dorf? Okay, zeig, was du auf Lager hast. Ich hoffe, es ist etwas für dich dabei. Na, aber ich denke schon. Gehen mal voll munitionieren. Was? Geht verbessern? Hab ich das jetzt so? Ach so, alles klar, das. Das können wir noch nicht. Auch nicht, das ist auch nicht, okay. Das haben wir schon, okay. Dann Nachschub, gab es da noch was? Das ist nur das. Ich kaufe mir aber keine Weste für 3000, ey. Da hole ich lieber dann für 3000 das Überfallkommando, dann habe ich mehr davon. Fahrzeug modifizieren, ach, das brauche ich eigentlich nicht. Aus, wobei, was gibt's denn da Schönes? Verbesserte Federung, Fahrzeugpanzerung, das wäre geil verfügbar. Als Gefallen von Cassandra. Muss ich Cassandra wirklich noch besser verbessern? Verbessert Spitzentempo, das habe ich ja schon gemacht. Habe ich ja. Ja, genau. Turbolader. Das sieht aber eher nach einem Kompressor aus, Minium, wa? Verfügbar als Gefallen von Vito, Alter. Da müssen wir wirklich hier noch die Leute ein bisschen verbessern. Ausrüstung. Ach nee, das brauche ich jetzt nicht. So, jetzt geht's los. Schrotflinte brauche ich nicht. Pistole. Machen wir Pistole. Haben wir mal was super geiles freigeschalten. Kapazität ist natürlich deutlich weniger. Wobei ich ja finde, die Pistole hat sich echt gut geschossen. Hält aber Schaden, ey, deutlich mehr. Das wäre das Ding gewesen. Das wäre der andere. Haben wir... Kann ich das noch verbessern? Nö. Ja, gut. Weil du bist zufrieden damit. Naja. Mehr recht als schlecht, aber... mehr schlecht als recht, aber... Naja, gut. So, dann möchte ich nochmal ein neues Kfz haben. Soll ich mal was anderes nehmen? Aber eigentlich mag ich mein Kfz hier, ey. Der ist auch ganz geil, eigentlich. Das Ding war auch cool, der Leichenwagen. Unser kleines Panzermobil. Soll ich mal wieder Taxi fahren? Nee. Ah, ich komme nicht von meinem Baby weg. Wobei, hier den... Komm, wir nehmen mal den. Kannst du mir einen neuen Wagen ins French Ward schicken? Ich gehe noch eben pissen. Dann bring ich ihn raus zu dir. Entschuldigung. Er geht pissen, ich muss niesen. Du kannst dich nicht mit mir anlegen, Kleiner. Du kannst dich nicht vor der Polizei verstecken. Da! Bewegt euch verlassen! Tee bestellt. Ich weiß das zu schätzen. Dankeschön. Das ist mal ein Leichenwagen, ey. Ja, oh, Alter, wie das Ding blubbert. Oh, ich liebe es. Ich will sowas in echt haben. Also so ein Auto mit so einem Motor, sagen wir es mal so. Wo fahren wir jetzt überhaupt hin? Ah, okay. Zum nächsten, ne? Das ist doch okay. Hier rechts wäre aber auch was gewesen. Da. Ach komm, wir packen hier ein. Ich wollte gerade rückwärts einparken. Im echten Leben kann ich das ganz gut und auch so parallel zur Straße. Ich sehr erstaunt. Was? Oh, das wollte ich gar nicht. Naja, egal, jetzt habe ich es getan. Gaston, erzählen willst, dass er schlechtes Dope verkauft, nur zu. Aber das Zeug muss ja verkauft werden, wenn den Sperrgebiet. Guten Tag. Ist das dein Ernst? Jetzt kriegst du es mit mir zu tun. Oh. Bietet uns alle auf. Er lädt
Halt, jetzt hör ich nicht auf. Jetzt. Komm, nimm das, nimm das. Boah, jetzt war ich aber ein bisschen zu gierig hier, wa? Wo ist denn der Emil jetzt hin hier? Oh. Haut der Sack ab. Ich glaube, ich werd bekloppt. Alter, ist der jetzt in ein Auto gestiegen? Du blödes, feiges Ding. Alter, dich krieg ich an. Das kannst du wissen. Ich habe auch schon das richtige Fahrzeug für dich dabei. Das ist aber sowas von... Steckst du dich hier, ja? So, hier kommt Papa. Das nehme ich nicht auf meine Kappe. Das Zeug war... Es gibt keinen Kommen, der Junge. Der Typ hat's auf uns ab. Ich brauche Hilfe. Sofort. Oh, schnell. Spritzen, spritzen, spritzen. Schnell. Mist, 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 Mist. Die Alter sind unterwegs und sammeln. Sie bringen das Geld immer in ein Geheimversteck. Ja, dich nehme ich mit. Und schnell nochmal Adrenalinspritze. Ich bin nicht geliefert. Ich habe überhaupt keine Knarre. La la la. Mr. Officer, da hinten schießen Leute. So. Fahren wir jetzt hin? Während du durch tobst, verfolgt Big Jim seine Spur. Was ist das hier? Drogen? Fahren wir jetzt dahin? Werde ich mal hier vorne umdrehen. Guten Tag, Officer. Glatteis, wissen Sie. Oh. Hoppala. Fahr etwas in die falsche Richtung. Jetzt nicht mehr. So, da werden wir gleich mal den nächsten ausschalten, dass wir den Drogenhandel hier noch ein bisschen niederschmettern. So, passt mal auf hier. Oh ja, das weiß ich selber noch nicht so genau. Ich schalte ein bisschen. Mich hier auch von hinten ein bisschen irgendwie rein. Heimlich von hinten rum. Wir fahren mal kurz das Stück hier rein. Und gucken uns das mal an. Wow, mach mal nicht so einen Dreck hier. Wollen wir hier einsteigen? Na, aber logisch. Finden wir das. Ah, da ist es. Guten Tag. Ach du Scheiße. Was sagt ihr? Einfach durchmarodieren? Alter, geh weg. Ich hab keine Dings mehr. Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, ich war nicht vorbereitet. Mist. Siehst du, da gibt's wieder so einen Spacko, der die Bullen gerufen hätte. Ey, so ein Mist. Tü-tü-tü. Ah, 1145 verloren. Mann, ich habe wieder vergessen, das Geld abzugeben. Ihr habt es bestimmt schon geschrieben. Krusty, denk doch an das Geld, Mensch, bevor du das verlierst. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Ich hab's eilig. Oh, wenn's bloß ein Tausender ist. Dein Geld ist bei mir immer am sichersten, Chef. Ja, ist dann auch noch. Okay, ich wäre dann soweit. Dusi. Gab's hier nicht auch gerade irgendwo hier nochmal so ein schönes Erste-Hilfe-Kit? Renn doch nicht gegen die Theke, Junge.
Ach, egal. Jetzt bin ich vorsichtiger, jetzt werde ich zwar auch wieder Rambo-mäßig da durchgehen oder... Ach, wisst ihr was? Wir haben ja Cash, wa? Was machen wir mit Cash? Überfallkommando! Macht ihr dich bestimmt, die Schavi bestimmt auch so. Was ist ja gleich hier? Kinder folgen? Nee, will ich nicht. Wir steigen jetzt hier ein. Sieht's Muni-mäßig aus? Ist okay. Okay, dann mach schnell. Hallo? Guten Tag. Das hier ist Sperrgebiet, Arschloch. Ja, ist okay. Ich war das nicht. Das war der andere. Den ihr jetzt gerade nicht seht. Komm ich da von hinten an den Typen ran? Ist hier noch irgendjemand da drin? Lass mir richtig schön Zeit mit dir. Au, 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 au. Ich schieße. Erledigt gerade das ganze Team. Ja. Ich schneide ein Grinsen in dein blödes Gesicht. Warum? Ich bin doch nicht der Joker. Surfer! Habe freies Schussfeld von der Seite! Ja, nicht ganz. Geh in Deckung! Au! Willst du noch eine? So viel Blut. Ich will das Geld noch. Ich möchte nur das Geld einsammeln. Ich lasse euch auch leben. Oh, was haben wir da jetzt? Einmal Notiz lesen, bitte. Der verdammte Hippie läuft wieder hier rum und versucht, sein Gras zu verkaufen. Ihr Jungs werdet ihm ganz, ganz deutlich machen, dass niemand seinen beschissenen Drogen in meinem Revier verhökert. Ich hätte jetzt gesagt, vertickt. Euer Doc. Wir haben einen Gast. Wen denn? Die Queen? So viel Blut. Suche Schutz! Seht euch all das Blut an. Ding ist, ich würde gern wissen, was da noch drin ist. Unser Blut wurde vergossen. Geh um ihn rum. Alter, habe ich ja Schwein, dass ich die noch erwischt habe, ey. Ja, ich hau ab, 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 ich hau ab. Bin eh gleich down, bin eh gleich down, bin eh gleich down. Fuck. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Scheiße. Das sind so viele. Da kommen so viele, da kommen so viele. Ich komm nicht weg. So ein Dreck. Oh Mist. Fuck, wechsel, wechsel, wechsel doch einfach. Ich krieg einen Haschmich, ich krieg einen Haschmich. Ah, oh, nur weil einer da seine Vögel da gerufen hat, ey, das kann doch nicht wahr sein. Mann. Aber geschafft haben wir's. Wenn wir Kohle verloren haben, aber wir haben's geschafft. Durch sind wir. Ja, das haben wir. Dann wäre jetzt im Endeffekt der noch dran. Ich glaube, ich musste doch ein Medikit kaufen. Habe ich Muni noch? Nicht genug. Oh. Ich wollte sagen, steck die Knarre weg, ey. Kannst du mir den Nachschub rüberschicken zum French Ward? Ich mach mich schon auf den Weg zu dir. Das zerstöre Drogenboote. Ja, das habe ich ja vor. Alter, wo bleibst denn du stehen? Sag mal, Sprit ausgegangen auf dem Weg hierher? Zeig mir mal, was du hast. Also die Wegfindung ist manchmal ein bisschen Banane, würde ich empfehlen. Weil du bist zufrieden damit. Naja. Geht schon. Du hast schon mal näher an mir dran gepackt, sagen wir es mal so.
Zimmern wir uns die anderen noch und dann dürften wir langsam dann vielleicht auch noch den Drogenring übernehmen. Stimmt, wir müssen der Alten dann wirklich mal ein Gebiet noch dazu geben. Obwohl ich ja eigentlich, ganz ehrlich, ich würde gern Vito einfach mal voll durchknüppeln. Vito ist mir irgendwie am sympathischsten von denen. Okay, wir müssen wirklich direkt rein. Und eigentlich müsste ich dann... Wir gucken mal, ob wir hier noch irgendwie von den Seiten noch mit drin kommen. Gleich rein, ihn auf Marodeur machen, alles weg, ballern. Alter. Kann ich echt bloß durchs Haupttor rein oder muss ich über den Wasserweg rein oder nur durch die Tür, wa? Na klar. Wenn wir ganz unauffällig knacken, wird auch keiner mitkriegen, dass wir die Tür aufmachen, ne? Vielleicht den Familienkram aus dem Spiel raushalten? Ignoriere ihn. Kommt doch alle rum am Wochenende. Wir freuen ich uns das hin? Mach! Vielleicht geht's los. Oh, Granaten. Oh, Geld. Das Wichtigste. Ach, hier liegt noch mehr Geld. Immer schön das Geld mitnehmen. Geld. Das ist deine eigene Schuld. Was denn? Oh, Scheiße! Waren alle, wa? Und dann sammeln wir nochmal in Ruhe alles ein. So, Cash bitte mitnehmen. Dankeschön. Zerstören. Nö, das kriegen wir doch hin. Was ist denn das hier noch? Lebst du noch? Ich wollte dir gerade einen Gnadenstoß geben, aber wenn du das nicht willst. Okay, dann machen wir hier mal. Dürfte die alleine hochgehen, wa? Reicht das noch nicht? So. Oh, 10.000 Schaden, ne? So ein Boot ist schon teuer, ne? Geh euch denn nur noch mal wegsneaken, ihr Batsch. So, Hand werden wir mal wieder verbergen hier, bevor wir gleich wieder Feuer kriegen. Wie viel Muni haben wir? Ach, naja, gut, das reicht noch. Da kriegen wir noch einen weg. Siehste, Polizei hat mich nämlich gleich hops genommen. So. Hier ist auch noch einer. Oh, den habe ich ja nicht gesehen. Den hätten wir auch. Na, egal. Fahren wir da jetzt mal hin. Vorsichtig, ich wende. Der letzte Wagen ist immer ein Kombi. Weil die V8-Motoren, die haben auch immer eine Power, ne? Vorsichtig, ich fahre hier mal kurz lang. Ja, ja. Das war gar nicht mal schlecht, muss ich mal behaupten. Ganz frech. So. Immer schön der Polizei hinterher. Und die STVO halten. Oh, die fahren Gott sei Dank rechts lang. Die haben sogar angehalten am Stoppschild, wa? So, aber... Oh, bevor es nachher in den Kommentaren steht... Rusti! Geld abgeben! Denk dran! Ich warte im French Ward. Klar doch, Chef. Bin schon unterwegs. Hierher, zu mir. Hier, genau. Vor mir packen. Naja, ganz genau vor mir ist es nicht, aber... Was wickeln wir heute ab? Unser Geschäft ist hiermit abgeschlossen. Und wieder 45.000. Ja, mal gucken. Es ist ja auch klein. Da würde ich auch drin wohnen. Reicht aus, wa? Jetzt gucken wir uns das mal an. Okay, da stehen ein paar... Oh Gott. Wissen. Jetzt einfach mal.
radikal und arsch, wie ich bin. Oh ja, ich mich auch. Ich kann hier nicht weg! Ich hab einen Alligator, der liebt schwarzes Fleisch. Was soll denn das heißen? Schleich die Kiste! Au! Oh. Freies Schussfeld von der Seite! Er kann uns nicht alles machen! Ja, können. Red mal nicht über können. Wenn ich das will, schaffe ich das. Aber ich überlege gerade, ob ich es überhaupt versuche, weil... Wir haben nämlich jetzt schon alles an Schaden erreicht. Ich bin noch nicht so weit. Er macht uns fertig. Ich glaube, ich kriege auch noch. Du, sei dir mal nicht so sicher. Ich würde gerne noch das Geld alles mitnehmen, wisst ihr? Kommt ihr noch oder bleibt ihr weg? Ja, mach mal. Wird irgendjemand unbefugt euer Gebiet betreten? Sehe ich jetzt... Schön, dich zu treffen, Arschgesicht. Oh, das war jetzt aber nicht freundlich, ne? Nettes anders. Wow, 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 wow. Ich geh doch. Ja, nee, nee, nee. Wir müssen es nicht riskieren. Nee. Alles gut. Das ist heutzutage genauso. Ich glaube, das sagt jede Generation. Einmal aufmunitionieren. Einmal das. Nö, ich finde die eigentlich ganz cool gerade. Und die 21 Dollar brauchen wir nicht unbedingt abgeben. Alter, was machst denn du? Muss ich ja mal 3000 Kilometer laufen, um hier Munition aufzufüllen. Okay, zeig, was du auf Lager hast. Naja, Munition auffüllen. Munition jetzt voll. Dankeschön. Das ist eine große Hilfe. Vorsicht, da kommen die Bullen von vorne. Ah, jetzt muss ich noch in dieselbe Richtung. Oh, schnell, bevor die auf mich schießen. Alter, und feuerfrei, da drehen sie durch. Ich muss mal gucken, schickt er mich? Ja, der schickt mich. Gut. Mal gucken, ob er mich richtig schickt hier. Joa. So. Ja, mal gucken, ob das jetzt reicht. Da werden wir jetzt bestimmt gleich nochmal zu dem Endspot fahren müssen. Um den dann zu übernehmen wahrscheinlich auch. Vorsichtig, ich muss mal hier links. Nee, muss ich nicht. Das nächste. Stimmt, das war ja hier. Wo ich mir jetzt mal die Karre ein bisschen zerlegt habe. Alter. Auch wieder viel zu schnell. Ah, Regenschirm wäre manchmal ganz geil, ne? Irgendwelche Wünsche? Ja. Erledigt, würde ich meinen, wa? Rede mit Big Jim. Na, aber logisch. Dafür bin ich hier. Man hört zurzeit viel von toten Dealern. Und wer es nicht ist, wird endlich gesprächig. Sie sagten Doc Gaston seinem Sistern unter dem Big Mouth Jazz Club. Erwarten Sie nicht, dass ich ihn mit einer Festnahme davonkommen lasse. Wenn ich ihn festnehmen wollte, hätte ich sie hier gar nicht mitspielen lassen. Justitia ist vielleicht blind, aber blöd sollte sie nicht auch noch sein. Gehen Sie und tun Sie, was immer Sie vorhaben. So läuft's, Detective. Sie haben also das Hippie-Arschloch Gaston geködert. Kümmern Sie sich jetzt um ihn? Ja. Das werden wir tun. Häng fest. Ich häng fest, sein. Oh. Würfel fallen. Hat da jemand eingesperrt? Ja.
Und damit endet aber auch die Folge von Mafia 3 für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben und ein Abo da. Dann unterstützt ihr mich und meinen Kanal und ihr verpasst auch keine der zukünftigen Folgen mehr. Haut rein, bis zum nächsten Mal.